Schon wieder. Ohne Mist, Inspiration voll für mich für Minecraft. Ich muss auch so einen Eingang bauen. Im Untergrund. So ein Baum. Auf so einen ganz kleinen. Das ist voll geil. Das ist voll geil designt. Oder einfach ganz mehr Supporter. Minecraft bauen. Okay, das wäre schon. Aber wäre schon. Ja, wäre schon irgendwie cool. Gut. Folgendes. Ich will weiter meine Waffe aufbessern. Ich habe übrigens gestern im Offline-Modus ein bisschen ein paar Sachen zusammengesammelt. Nicht wirklich große Monster gefarmt, sondern eher so kleine Monster und einfach nur was zusammengesammelt, was im Stream so ein bisschen langweilig wäre vielleicht. Und ich hatte so ultra Bock auf Monster Hunter, habe mich aber eher auf kleines Zeug beschränkt. Hab dementsprechend die Waffe grün aufgewertet bekommen bis jetzt. Und das Aufwerten ist ultra schwer in diesem Game. Du wertest eine Waffe auf und dann bloß 20 Angriffsschaden mehr. Mehr nicht. Obwohl standardmäßig schon 2000 Angriffsschaden die Waffe hat im G-Rank. Das ist schrecklich. Komplett wenig. Und für, ich glaube, Gewehrlanzen sind nochmal etwas stärker pro Schlag. Und bei denen, wenn du die aufwertest, machst du nur 8 Angriffsschaden oder so. Und Standard sind da 1000 Angriffsschaden oder so. Wenn du direkt im G-Rank machst, glaube ich. Irgendwie sowas. Ja, jedenfalls zu einer Raffalos gegangen, 5 bis 6. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja überhaupt gar nicht schlimm. Das kriege ich richtig schnell. Aber Pokeradon, und hier kriegt man es auch vom Pokeradon Tail, also klar, den Schweif. Ich hab den doch abgeschnitten und dann hab ich mich doch töten lassen. Ich hab doch. Oder ich hab's für irgendeinem Rüstungsteil mal ausgegeben. Auf jeden Fall. Ach stimmt, warte mal, jetzt muss ich gucken. Jetzt muss ich gucken, was effektiv auf den ist. So. Hä? Ja, genau. Die Robbe. Donner und Feuer. Dachte ich mir, dass Feuer ist. Ich habe auch gehofft, dass Feuer ist, aber natürlich. Das ist eine Robbe und im Schneegebiet, also im Polarsee und so. Natürlich Feuer. So. Die Radian-Waffe habe ich auch minimal aufgerüstet, aufgerüstet ein bisschen, aber ist auch nicht wirklich viel, obwohl man halt dafür viel gemacht hat, ist ja, aber es ist ein MMO, und MMOs sind dafür da, damit die lange dauern, ist halt so. So. Hätte ich zwei. Gleiche Geld. Oh, Knorbo. Okay, ja, gleiche. Nur Tag und Nacht. Aber kann das eigentlich sein? War nicht früher, oder generell, waren nicht immer Radian-Waffen eigentlich immer Gift?
War das nicht immer so? Oder waren die auch immer Feuer? Bisschen merkwürdig. So, ist aber auch eine kleine Herausforderung, weil letztes Mal hat er mir ja teilweise echt in den Arsch getreten. Jetzt gebe ich ihm das zurück. Machen wir ja Schaschlik aus ihm! Robben-Schaschlik. Cool. Alter, was hat der denn für ein Schwert? Oh, das ist eine Morph-Axt. Cool. Sieht cool aus. Ich finde Morph-Äxte, die auf dem Rücken sind, in World of the Rise finde ich echt spektakulär, ziemlich groß auf den Rücken, aber in diesem Spiel finde ich das irgendwie, finde ich die Waffe irgendwie viel zu klein für ihre Größe, wenn man die dann auspackt. Jetzt wollte ich gerade in den Schwertmodus einfach so gehen. Geht aber nicht, nicht in diesem Spiel. Scheiße, da habe ich schon wieder das Falsche genommen. Ja, hier ist er. Warte mal, ich will mal ganz kurz sicher gehen, sicher sein. Scheiß, immer das Eingestellte. Ist okay. Rot. Oh lol, liegen Leichen rum. So. Mach mal ihn besser. Ich habe jetzt keine Gewehrlanze mehr. Jetzt habe ich eine schöne schmugge Morph-Axt, womit ich dich richtig hart verprügeln kann. Irgendwas hat er ja auch richtig Lautes gemacht. Irgendwas richtig Starkes. Scheiße. Oh, so viel Schaden hat er jetzt gerade gar nicht gemacht, lol. Das war's. Aber der hat nicht viel Schaden gemacht, hat nur Verwirrung. Das war das, was ziemlich scheiße war. Es macht alles gar keinen Schaden mehr so richtig. Haha, er war eine Herausforderung. War. Na gut, mit meinen. Mit meiner damaligen Ausrüstung ist auch klar.
Nee, nee, nee. Das kenne ich noch. Ah, das kenne ich jetzt nicht mehr. Mit meinem Element, mit der Morphax, komme ich locker gegen ihn klar. Gut, ich werde hin und wieder getroffen. Und mit der Gewehrlanze und mit dieser Ausrüstung habe ich auch eigentlich darauf trainiert, also im Kampf, ich darauf trainiert, dass ich nicht einmal getroffen werde, weil das halt hardcore viel Schaden gemacht hat. Okidoki. Geil! Ah, wenn, dann machen wir die volle Härte. Das ist Frontier Online. Frontier Z. Ach, scheiße. Danke schon für das TikTok. Ach, scheiße. Na. Ui. Scheiße.
Och, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, bin ich voll drüber gelaufen. Geil. Ich will noch die Nullladung machen. Ah, okay, leer. Das wollte ich jetzt nicht machen. Ja, ein Gem. Alter. Oh, ja, ja, ja. Wahrscheinlich Frame ausgewichen. Da muss man immer ausweichen. Kann man nicht davon wegsprinten. Ei, ei, ei. So. Und los geht's. Oh. Obwohl der Schweif schon abgeschnitten wurde, Schwanzspitze. Mama.
scheiße. Nein, ich bin direkt drin. Oh. Ich lasse mich aber in diesem Kampf echt sehr oft hitten. Schaff nochmal. Nein. Na, so geht's auch. LOL! Frame ausgewichen, geil. Oh, mach dich weg hier! Oh mein Gott, wie viel ich gerade gemacht habe, das war unglaublich. Scheiße.
Vielleicht noch lieber auf Transzendenz warten. Ich weiß nicht. Das war wieder mal so knapp. Leute, meine Nullladung ist noch nicht richtig aufgebraucht. Oh nee, der macht die komplette Nullladung nicht. Nicht bei so wenig. Leute, ich habe extra drauf geachtet. Ich habe kein Fleisch mit. Warum habe ich kein Fleisch mit? Ich kann mir keine Ausdauer geben. Oh, fuck. Oh, letztes Heißgetränk. Dann Transzendenz sehe ich noch. Fuck, mein Fleisch. Och, Katze. Ja, toll. Danke, Katze. Immer die blöde Katze mit dem scheiß Fassbomben. Ich muss ja die Fassbomben wegnehmen. Immer wieder dieses Weggeschleudere. Das ist ein Pokeradon. Ah, scheiße. Okay, könnte, ja, der könnte fangbar sein. Oh, lol.
Einer von seinen kleinen Kumpanen hat ihn geweckt. Okay, fertig. Sehr schön. Heieiei. Das ist Monster Hunter Frontier Z. Frontier Online. Kann man auch sagen. Oh, gar keine. Perfekter Zeitpunkt, gar keine Ausdauer mehr. Okay, ich kann unter die Falle runter gucken. Jo, bitte, bitte. Welcher Teil ist das? Das ist Monster Hunter Frontier Z. Frontier Online. Oh, die Chia hinten. So. Oh! Nochmal zwei Gems. Okay, habe ich aber Flosse jetzt auch bekommen? Klaue. Ich habe keine. Ja, dann kaufe ich sie mir halt einfach. Und noch ein Gem. Junge. Okay, so viele brauchte ich nicht. Ich habe gehofft, dass ich die irgendwie mal bekomme. Sehr oft, aber so oft. Habe ich keine Flosse bekommen, gar nichts. Ah, stimmt, ich habe die abgeschnittene Flosse gar nicht. Ah, nee, doch, die habe ich gelootet. Da habe ich einen Gem rausbekommen. So. Bitte, bitte. Ah, ja. Stimmt, den Nation Raphalos muss ich noch machen. Die Gang 5 bis 6. Also nochmal mache ich den nicht. Da kaufe ich mir lieber die zwei Schwänze. Hahaha. 200 Punkte? Pro? Oh nee, du, ich habe keinen Bock mehr, den zu machen. Braucht man drei Gems, um das zu verbessern. Ja, moin, übertreibt. Ach, hier braucht man auch drei Gems. Lul. Och, ich habe keinen Bock, den nochmal zu machen. Ich habe gehofft, dass ich seine zwei Schwänze bekomme. Oh, Mann, ey. Ich meine, diese Punkte auszugeben. Und da bin ich gerade mal wieder über 2000 gekommen. So, Azona Raphalos. Nicht dabei. Hier ist er. Aber ich habe falsche Waffe. Ich glaube, ich habe in diesem Spiel auch noch nie einen Azona Raphalos bekämpft. Gut, da wird jetzt schnell gehen, weil der ist ziemlich weit. Also das ist ziemlich schwacher. Aber naja. So, wo? Irgendwo hier, ne? Hier irgendwo.
genau. So, habe ich... Doch, ich habe noch Fleisch. Habe ich einfach weggetan irgendwann mal. Oh, den, noch mal den Pokeradon zu machen. Semi-Bock. Wäre toll gewesen, hätte ich wenigstens einen Schweif von dem bekommen. Aber 400 Punkte dann auszugeben. Ich meine, könnte ich machen, die kriege ich eh wieder rein, denke ich mal. Noch ein paar Chewing-Kämpfe, wenn ich dann den roten Kezo will ich ja nochmal ausprobieren. Ja, aber macht das Sinn? Eigentlich macht das nicht so viel Sinn, roten Kezo zu machen. Nicht hier der Lausebub. Ja, warte. Eine 5 könnte ich nochmal reingucken. Ah. Kommt er hierher? Nee. Scheiße, wo ist er hingeflogen? Obwohl, wenn ich... Stimmt. Ey, Chia, du hast recht. Wenn ich einmal hier bin. Bitte rohes Fleisch. Oh, was soll denn das? Chia, Angriff. Zugriff. Wie von Öl? Tja, du kriegst echt gar nichts hin. Oh. Ah, gammeln wir hier ab. Oh, lol. Also hier zu kämpfen ist ja allein das schon Krampf. Okay, du hast mich überzeugt. Lol. Freedom Unite. Gibt es da Morph-Extra? Glaube nicht, nee. Weiß ich nicht.
Gibt's eine Morph-Echse? Nee. Da gibt's keine Morph-Echse. Oder ich habe noch nicht so weit gespielt. Ist nicht Freedom Unite, nein. Okay, das war jetzt ja gerade komplett fail. Gibt's wenigstens irgendwas mitzunehmen? Nein, dankeschön, Spiel. Freue ich mich. Oh. Oh, wie schön die die Musik gemacht haben. Ist das Freedom Unite? Ja, wenn jeder weiß, da gibt's auch Morph-Äxte. Nein, das ist nicht Freedom Unite. Aber schön groß geschrieben, Unite! Es ist nicht Freedom Unite, es ist Freedom Unite! Hä? Da fliegt so 10? Nein, tut er nicht, dachte ich mir. Hä? Jetzt wieder zurück! Ja genau, der ist noch nicht mal gelandet. Direkt von der 9 zu 10 wieder zur 9. Der ist noch nicht mal gelandet. Von der 9 zu 9. Herzlichen Glückwunsch. Mann, scheiße, ich hasse das hier. Hallo! Du Pisso! Dankeschön für den Follow. Super Autokorrektur. Ach so. Hä? Na gut, was heißt Autokorrektur? Der speichert sich ja das ja, also ja das. Also der Autokorrektur macht ja, soweit ich weiß, nicht automatisch Caps Lock. Das heißt, du hast irgendwann mal schon mal Unite in Caps Lock geschrieben. Ha! Überführt. Ah, die Musik ist wieder mal geil. Okay, der macht mir so einen fetten Schaden, aber ich stagger ihm ja permanent. Okay, weg hier, weg hier. Er verfolgt mich rückwärts. Er hat das System gedribbelt. Okay, das kann sein. Tja. Macht Sinn, Raphalos. Komm runter. Schade. Bleib hier. Ah, zu seinem Nest. Wieder mal Fleisch am Handen. Ja, so, sowieso. Hä? Hä, also, was soll man sonst in seinem Leben machen, außer Monster Hunter? Hä, okay. Wohin? Was soll denn das? Ja, als ob. Wie soll ich denn da oben kämpfen?
Was ist denn jetzt los? So, Leute, folgendes. Nicht nachmachen. Das ist, sind alles Stunt-Leute. Kommt der jetzt mal runter? Lol. Aber hier muss ich echt aufpassen. Stimmt, das könnte ich ihn richtig knechten. Ja, was macht er denn jetzt? Ja, geil, oben auf dem Berg. Ja! Oh, scheiße! So, wo ist er? Alter, ich hab euch gefressen, ey, sowas von. Fuck, wegen dem Bullfangus krieg ich das nicht mehr hin. Ah! Fangen wir es, müssen erst weg. Nein, nicht wegfliegen. Nein. Die Bullfangers haben mir alles versaut. Ach, Junge. Schade. Okay, der hat so eine Raffa, das macht grüne Flammen. Komm runter. Was ist denn jetzt mit ihm? Nee. Schade, hat auch nicht ausgereicht. Mm-hmm.
Scheiße, das weiß ich gar nicht, wo er hinfliegt. Jubidu! Hier vielleicht hin? Bestimmt in sein Nest. Tschüss. Der fliegt bestimmt wirklich in die 5. Doch nicht? Ach, ich hasse das immer. Hier auch nicht. Nice. Aua, scheiße. Och, jetzt wenn ich Transzendenz einsetze.
Okay, wie lange tut er noch zurückschrecken, aber nicht sterben? Okay, Finale. Hat ihn die letzte Explosion getroffen? Ich weiß es nicht. Ah, gut. Ah, der hat aber echt eine Menge ausgehalten. Haben wir eigentlich alle Waffen neue Angriffe oder ist das eine spezielle Morph-Axt? Nee, also alle Waffen in diesem Spiel haben schon, naja. Also bei allen Waffen weiß ich es nicht. Es gibt ja, genauso wie in Generations Ultimate, es gewisse Kampfstile gibt. Gibt es hier in diesem Spiel auch, den Erd-Style, den Luft-Style, den Extreme-Style. Und, ich habe den Extreme-Style. So, man kann die mit jedem Extreme-Style, und die Extreme-Styles, die schaltet man auch im G-Rank frei, da kann man bei jeder Waffe rennen. Also auch mit der Gewehrlanze kannst du auch rennen, als ob du eine normale Lanze hättest. Wie es bei einer normalen Lanze ist, damit die irgendwie aufgepushter ist, weil mit der kann man ja auch ganz normal rennen, weiß ich es jetzt nicht. Aber Morph-Axe kannst ja auch ordentlich rennen. Und in diesem Spiel habe ich auch zwei Nullladungsleisten. Einmal eine große und einmal eine kleine. Und die große muss erst aufgeladen werden, damit ich sie überhaupt aktivieren kann. Damit ich überhaupt in den Schwertmodus reinkommen kann. Aber so an sich, der ganze Stil, der ist nur hier in diesem Spiel. Also ich weiß nicht, ob es ein Frontier G und sonst irgendwo noch gibt. Ob die Stile davon wirklich komplett herkommen. Das weiß ich jetzt nicht, weil ich spiele ja nur das Z und Z ist ja so eine Art Spielesammlung von allen Frontier-Teilen, würde ich sagen. Aber ja. So. Ich habe die Klaue auch nur zweimal bekommen. Ach, scheiß drauf. Muss ja irgendwie weitergehen. Kauf mir das jetzt. So, das ist ja kein Ding. Das ist aber ein Ding. Ein fettes Ding. Zweimal. Scheiße. 1800 runter. Naja, was soll es. 2300er geknackt. Lol. Gendrome fangen. Okay, das ist gar kein Ding. Nee, ich kaufe es mir nicht. Gendrome. Desert. Tag.
gut. Einmal machen, kriege ich ein paar Punkte ran wieder. Das Item und dann wieder verbessern die Waffe. Aber immer noch nach den ganzen 7, 8, 9 Mal Verbesserungen fühle ich mich... Ah, scheiße, ich habe Kaltgetränk vergessen. Da treibt sich wenig in der Wüste rum. So, fühle ich mich aber trotzdem immer noch nicht sicher. Gegen die G-Rank 5er Monster wollte ich als nächstes machen. Das ist schrecklich. Obwohl, der kann sich aber auch da oben rumtreiben. Geht mal weg hier. Hä? Archie, ja. Will wieder alles töten, was sie sieht. Töten, töten! Hier. Mordlustig. Chia ist auch schon ein richtiger Name für einen richtigen Mörder, oder? Für einen richtig potenziellen Mörder. Ja, wo ist euer Boss? Hä, wo ist euer Boss? Wo ist er denn? Wo ist euer Boss? Ich will zu eurem Boss. Alter, wo ist denn der? Nicht sein. Da sind wir wieder. Bei dem altbekannten Problem.
Moment, für irgendwas brauchte ich Remobras. Wenn die einmal sind, dann nehme ich sie mit. Hä? Cool. Oh Gott! Der hat so lange zugebissen, bis ich gestorben bin. What the fuck? Der hat immer dieselbe Scheiße gemacht. Aua. Scheiße. Super Cheer. Na toll, jetzt liegen wir da. Ah, noch getroffen. Eieiei.
Oh, danke schön für die Rose. Nein! Ja! Nein, nein, ich bin direkt rein. Ach, oh, das sieht man in der Wüste nicht. Chia. Ach, geil. So. Welche Plattform? Von dem Spiel gibt's nur PC. Das hier geht nur auf PC. Momentan. Früher weiß ich nicht, wo, auf welche Plattform das früher war. Wir winken uns Oh. Falsch, wir winken uns gegenseitig an. Tralalala. PSP hatte sehr gern mit anderen gezockt. Ja, aber das hier ist Frontier Z. Ich weiß nicht, ob es Frontier Z früher auf PSP gab, weil das hier ist ein, das ist ein MMO. Also Frontier, glaube ich schon, es auf PSP gibt, aber Frontier Z. Punkte nochmal. Oh. So noch einer auf dem Server und zwar Edelweiß. Lull. So, Waffe aufwerten. Gucken wir, was ich als nächstes brauche dann. Wieder Miasma-Sack. Velokidrome. Den könnte ich auch relativ fix fertig machen. Aber den Miasma-Sack, den kaufe ich mir. Da habe ich wieder gar keinen Bock drauf. Oder ich mache Velokidrome schnell. Naja, ich habe auch Iodrome schon mal gemacht und da habe ich auch keinen Miasma-Sack rausbekommen. Nochmal 200 Punkte im Blättern habe ich. Alles für die Waffe, sage ich jetzt mal, aber. Chia? Chia, sag mal. Aufwachen. So. Unlock Skill. Lull. Ja, Health habe ich schon. Attack Up Large wäre schon geil.
Aber die kosten. Ah ne, 2500 kostet das. Plus 30 habe ich bloß. Stimmt, ich könnte ihr eigentlich mein altes Zeug geben. Dann hältst du dann noch ein bisschen mehr aus. So. Genau. Keine Tickets benutze. 20.000 noch. Wieder. Zack. So, Velo geht rum. Ne, ich habe diesmal keinen Bock zu suchen. Ah ja. So, wo ist er denn? Ah, der kommt zu mir. Der kommt hierher, ne? Jo. Oh, ist das die Musik, die ich denke? Nee, etwas anders. Ja. Leute, da wurde von Shia hochgeschlagen und er hat sich doch auf den Bein halten können. So eine Katze oder was?
Oh, geil. Na komm. Nice. Outfitwechsel für Chia? Geht eigentlich, ne? Sieht mir nicht mehr so kacke aus wie vorhin. Oh, 16 Punkte bloß. Oh, Black Rose macht kein Auge. Chui. Hab vorhin Discord gelesen, wollte nur den Weihnachtsmann, gibt's nicht. Na, ich hab mir schon, also ich werde mir bis dahin einen schönen Bart wachsen lassen, pass auf. Und weiß färben. So, was? Ah, nee. Erstmal sagt, kaufe ich mir wieder. Gibt Zeros. Insekten sind kein Problem, aber blöder Vogel, ey. So, ich komme auf Twitch, da bist du. Aber wie viel war am Anfang? 2133, ne, bis 2243. Na gut. Ich
Schon hardcore, wenn man einen von den Waffen hat. Obwohl, die sind doch nicht mal allzu stark. Blaze? Was ist denn... LOL. Blaze ist wieder so eine... so ein Element, was man noch nie bis jetzt in dem Spiel gesehen hat. Gut, die Elemente sind gut, aber der Rohschaden ist Rotze. Naja, okay. So, ein leichtes Monster. Gibt es denn hier ein leichtes Monster? Die kriegst du zwar nicht leicht, aber den würde ich mal ausprobieren. Gut, es gibt noch den weißen Hypnok. Habe ich auch ein bisschen Angst, wenn ich keinen Anti-Schlaf habe oder so. Aber den T-Krix würde ich mal ausprobieren. Desert, Snowy Mountain. Und dann müsste ich braucht er bestimmt die Feuermorph-Axt, oder? Wenn ja, das wird scheiße. Donnerdrache. Nee, Donner. Okay. Gut. Kann ich die weiterhin hier verwenden? Morgen habe ich wieder Termin bei der Arbeitsagentur. Also kannst du nicht Minecraft dann am Ende mitmachen? Das wäre scheiße. Paria Puria. Keine Ahnung, was das für Monster ist. Will ich auch gerne rausfinden, aber würde ich am besten mit den anderen rausfinden zusammen. Nee, Snowy Mountain. So, hier. Fallen. Nur 5, ach so. Ja, vor allem das Dreckigste bei Jesse war, also Jesse auch schon mal bei der Arbeitsagentur, so extra Termin gemacht, musste eine Stunde warten. Junge. Und beraten tun sie ihn auch nicht hundertprozentig geil. Also. Ich bin nicht zufrieden. Rotzige Beratung, ganz ehrlich. So. T-Grex. Na, mal schauen. Vor allem, da machst du ja extra einen Termin. Du planst ja extra einen Termin und musst trotzdem noch warten. Also Jesse hat da auch, ungelogen, auch eine Stunde gewartet. Obwohl sie genau pünktlich an der Terminzeit da war. Das ist so, also ich verstehe ich nicht. Wie kann man denn so unorganisiert als Amt sein? Das schlimmste Amt, was es gibt, ganz ehrlich. Und dann, wenn du anrufst und irgendwie kurz... oder wenn... die schicken dir auch nur Müll zu. Wenn du einen Job suchst, die schicken dir nur Müll zu. Wirklich nur Müll. Nur Müll. Und dann wissen sie noch, du bist nicht mobil, du kannst kein Auto fahren. Ne, da hat der Jesse schon mal, ohne Witz jetzt, wirklich jetzt, hat Jesse angerufen, hat gesagt, ich kann den Job nicht annehmen. Na, warum nicht? Ja, es sind 3 Städte weiter. Das sind über 50 Kilometer. Ich habe kein Auto. Und dann die Frau dann so am Telefon richtig rotzfrech. Na, dann müssen sie eben jemanden finden, der sie fährt. Na, wer denn? Muss ja jemand sein, der auch da arbeitet. Naja, dann müssen sie einen Arbeitskollegen und so fragen. Wie denn, wenn ich da noch nicht arbeite? Also, wie kann man denn so doof sein? Also, ganz ehrlich. Ohne Mist, das hat die wirklich so gesagt. Das hat die wirklich so gesagt. Wie kann man denn so doof sein? Geht mir übel einer ab, wenn ich mich wieder daran zurückerinnere. Und da war ich beim Telefonat mit dabei, weil sie Lautsprecher gemacht hat. Und dann hab... weil...
ich bin ja auch über abgegangen, weil ich habe ja auch am Telefon, da war ich ja mit dabei und dann habe ich auch was dazu gesagt, habe ich auch meinen Senf dazu gegeben. Ich habe zwar nicht gesagt, dass er doof ist, aber hey, wie unlogisch das ist und so. Und dann siehst du, ja, aber erstmal Doppeltelefonate führen wir hier nicht und so. Nur weil ich im Recht war, nur weil sie dumm war. Ach komm, Tigrex, komm her. Ich will da hinten nicht kämpfen, macht doch keinen Sinn. Ja, endlich. Wie kann man denn als Mensch so doof sein? Und vor allem als Amt, als Arbeitsagentur, die ist ja noch gar nicht erfahren, weil die arbeitet da ja. Aber wie kann man denn so beschränkt sein im Kopf? Ohne Scheiß. Und dann sagen die, man kriegt nur Tarifverträge in dem Beruf, den man Ausbildung macht, hat total eingeschränkt machen. Total eingeschränkt machen die das. Ja, was heißt eingeschränkt? Also Tarifverträge sind voll gut, du kriegst halt gutes Geld, ne? Tarifverträge sind gut. Ich bin auch in einem Tarifvertrag. Ich verdiene echt mich richtig gut. Sonst hätte ich mir einen PC und alles nicht. Also das ist, ja. Tarifverträge heißt, es wird geltlich in den fairen Bereich angepasst. Das ist gut, dass du in einem Tarifvertrag bist. Okay, die kriegst kann ich erstmal vergessen. Aber das ist ja ein einschränkendes Blöd. Ach so, also das heißt, Ausbildung machen die mit dir, aber dass du halt, ja, aber ist ja eigentlich auch dumm. Also du meinst bestimmt, die machen mit dir eine Ausbildung, aber auch dafür musst du dann, oder geben die dann einen Vertrag, dass du dann so und so viele Jahre dann da arbeiten musst oder so, oder? Oder wie meinst du das? Weil ich kenne das ja bloß bei Leuten, die deren Firmen sie fördern schulisch, weiter fördern und ein Studium bezahlen. Dafür musst du dann, dafür unterschreibst du dann einen Vertrag, was die Firma sich dann eben einigt mit dir. So 5 Jahre und so musst du dann in der Firma bleiben, musst du und so. Das kenne ich ja dann. Ich soll mein Geld ja bis April kriegen. Dann wenig oder gar nichts mehr. What? Aber ausbildungstechnisch oder was? Das ist schon Hardcore-Abzocke. Das ist schon Hardcore-Abzocke. Das ist Abzocke. Das ist Abzocke am Menschen. Das ist ja ultra widerlich. Ach so, Arbeitslosengeld. Ach so. Ich dachte jetzt, hä, in der Ausbildung hätte ich noch nie sowas gehört. Dann weniger oder gar nichts mehr. Ja, das Ding ist ja, das ist ja, du kriegst ja nur gar kein Geld mehr oder die schränken dich ja nur ein, wenn du nicht nachweisen kannst, dass du weiter suchst. Also wenn du ja nicht weiter nach Arbeit suchst. Aber wenn du das halt nachweist, dann sind sie nicht im Recht. Dann kriegst du das weiterhin, das Geld. Ausbildung habe ich dann fertig. Ach so. Hast du fertig seit? Ach so, ja, meine ich ja. Aber du musst halt nachweisen, dass du halt suchst. Wenn du nicht nachweist, dass du suchst, na klar, dann können sie dich einschränken. Weil dann denken sie, du bist ein faules Stück und du hast keinen Bock zu arbeiten und so. Und um Druck zu machen, geben sie dir dann gar kein Geld mehr. Das ist auch richtig, also das ist, na, das heißt, das ist auch richtig so. Also zur jetzigen Zeit, also ich will nicht weiter ins Thema reingehen, aber zur jetzigen Zeit finde ich das, die Regelung scheiße. Früher fand ich sie gut, damit man sich auch bemüht, wirklich eine Arbeit zu suchen und zu finden und damit es nicht so viele Arbeitslose gibt. Jetzt ist die Regelung aber scheiße, aber weil halt lohnt sich halt nicht mehr richtig eben arbeiten zu gehen. Ich meine, bei mir ist es anders. Ich gehe arbeiten, mir gefällt das, was ich arbeite. Und ich verdiene ja auch noch gutes Geld wegen Tarifvertrag. So ist es ja nicht. Da lohnt sich das bei mir wiederum schon. Aber würde ich für Mindestlohn arbeiten gehen, würde ich noch nicht mal mehr, dann würde ich nicht arbeiten gehen.
Wäre bei mir genauso. Würde keinen Sinn machen. Oder schon ein bisschen Sinn machen. Also es würde schon Sinn machen, aber du kriegst halt am Ende nicht allzu viel raus. Also ist halt das. Aber ich hatte den Job so... Ja, okay. Ja, verstehe ich. Also ich muss dazu sagen, ich war bis jetzt in meinem Leben gar kein einziges Mal... Also schon arbeitslos, aber nicht so für einen Monat oder so, sondern auch nur für maximal 2 Wochen. Also wirklich tatsächlich, ich war schon mal... Ich zweimal arbeitslos, einmal für 1 Woche, einmal für 2 Wochen. Ich habe halt immer hardcore gesucht. Aber das Ding ist, ich sag das jetzt nicht, aber für das, was ich halt, das könnte ich mal privat so in Minecraft sagen. Einfach mal so, wenn mal, ne, wenn wir mal ganz gechillt sind. Aber für das, was ich ausgebildet wurde, ist Fachkräftemangel. Und ich muss auch dazu sagen, ich hab's nicht schwer, Jobs zu finden, vor allem auch nicht, die gut bezahlt werden, weil nach solchen Leuten wie mir wird händeringend gesucht. Also da ist gerade Fachkräftemangel. Von daher habe ich es ja relativ einfach eigentlich auch. Voll stressig, zudem noch einen Betrieb finden, der eine kaputte Person wie mich... Ach so, okay. Ja gut, du musst jetzt nicht viel mehr sagen. Du kannst es ja mal, wenn du Lust hast, mal in Minecraft sagen, also morgen dann. Aber du musst jetzt nicht mehr sagen, ne? Überleg, Teilzeitjobs zu machen. Teilzeitjobs machen tatsächlich sehr Sinn. Will auch noch was von meiner Freizeit haben. Ja, aber Vollzeit ist halt so. Ne, wann tue ich mal, außer wenn ich Urlaub habe, was ich eben jetzt habe, seit einer Woche. Und jetzt habe ich für weitere 2 Wochen Urlaub, weil ich habe mir alles für den Dezember, für den Winter aufgespart, weil ich Winter halt liebe. Wann habe ich mal, wann kann ich mal ordentlich in der Woche streamen? Ne, ich komme nach Hause und dann 17 oder 17.30 Uhr, wenn überhaupt, kann ich dann mal anfangen zu streamen. Und dann auch nur bis maximal, wirklich 20 Uhr. Länger wirklich gar nicht. Und meistens mache ich bis 19 oder 19.30 Uhr. Wann kann ich mal aktiv... Naja, ist halt arbeiten, ist halt so. So. Oder wenn ich mal Schichten einspringe, da kann ich auch mal irgendwann zu anderen Tageszeiten auch mal streamen. Und dann noch Hin- und Rückweg 2 bis 4 Stunden. Was? So lange? Naja, da würde ich es auch nicht machen. Also der Weg muss ja auch relativ kurz sein für eine Arbeit. Das ist ja auch scheiße. Dann hast du gar nichts mehr am Tag, nee. Wenn Hin- und Rückweg noch richtig lange dauert, nee, dann hast du nichts mehr so viel. Kannst du wiederholen, Twitch stream, hat sich aufgehängt. Ja, also, Gott, was habe ich gesagt? Du kannst es ja in Minecraft, du musst ja nichts Näheres jetzt erzählen. Du kannst es ja in Minecraft noch, weil es ist ja private Sachen, du kannst ja in Minecraft mal uns mal erzählen, wenn du Lust hast. Aber, was habe ich da nochmal gesagt? Da habe ich bloß nur noch gesagt, 2 bis 4 Stunden mit Hin- und Rückweg. Ja, da macht das wirklich gar keinen Sinn. Da würde ich es auch nicht machen. Das ist ziemlich scheiße. Dann hast du wirklich eben nichts mehr vom Tag. Wegen Teilzeitjob. Ja, Teilzeitjob macht Sinn. Also ich finde, Teilzeitjob macht Sinn. Jessie hat es auch mal für ein paar Monate gemacht. Weil, ne, du arbeitest nur 3 Tage die Woche. Maximal. Und dann kriegst du wenigstens auch im Monat 300 bis 400 Euro raus. Oder du machst halt 2 Teilzeit... Naja, gut. Ne, 2 Teilzeitjobs ist wieder zu viel. Dann macht das wieder für die Zeit, macht das wieder keinen Sinn. Na, ist schwierig in Deutschland heutzutage generell arbeiten zu gehen. Aber ich hoffe die Politiker kriegen noch einen richtigen Knall und die überdenken dann auch viele Sachen. So geldlich gesehen. Gut, es wird ja immer Mindestlohn wird ja immer weiter höher angestiegen, aber die ganzen Lebensmittel, die man ja kaufen muss,
werden ja auch immer noch weiter also steigen ja auch mit weiter an. Ne, und das Problem sind ja die Firmen. Also wenn die Firmen dich mehr bezahlen müssen, weil der Mindestlohn angestiegen ist, also das Problem, das endet ja nicht. Das Problem geht ja immer weiter, weil die Leute ja geldgierig sind. Ja, die Geldgeilheit ist ja das große, ekelhafte Problem. Ne, wenn die Firmen dich mindestlohnmäßig mehr bezahlen müssen, bei meiner Firma ist das ja nicht so, aber wenn die Firmen dich mehr bezahlen müssen, dann müssen sie, also dann, weil sie ja das Geld weiter reinbringen möchten, tun sie das Produkt, die Produkt, also ihr Produkt tun sie dann auch teurer machen für die Kunden. Und die Konkurrenz macht's ja auch. Es sind ja fast alle Firmen in Gesamtdeutschland, weil wegen der Geldgier. Die heben ja alle ihre Preise an, weil der Lohn ja steigern muss. So, und dann hast du plus minus null, weil du kriegst zwar mehr Geld, aber die Lebensmittel in den Läden, die werden ja auch immer höher, weil die Firmen ja gezwungen sind, die Arbeiter mehr zu bezahlen. So, plus minus macht das halt keinen Sinn, nicht mehr Sinn. So, es müsste so eine Regel eingeführt werden, die Lebensmittel bleiben so, die Produkte bleiben im gleichen Preis, nur wirklich mit der driftigen Grund, mit einer driftigen Begründung darfst du als Firma nur die deine Produkte preislich anheben. Oh lol. So. What the hell? Zum ersten Mal sowas Großes bekommen. Dankeschön fürs für'n Hundi-Wundi. Wo hab ich das? Wofür habe ich. Hä? Wie viel macht denn so ein Hundi-Wundi? 300? Also 299, ne? What the hell? Vielen herzlichen Dank. Hundi-Wundi. Nee, aber, es ist halt, solange es keine Regelung dafür gibt, dass die Firmen das Geld nicht anheben, also den Preis nicht anheben dürfen für ihre Produkte, solange es dafür keine Regelung gibt und die tun gleichzeitig mit dem Mindestlohn eben auch die, also das steigert alles gleichzeitig. Das ist halt, das macht halt null Sinn. Den Mindestlohn anzuheben macht wirklich wenig Sinn, wenn die Produkte gleichzeitig. Gut, meine Firma hat auch ihren Produkt geldlich gesteigert, aber das hat andere Gründe gehabt. Das hat wirklich andere Gründe gehabt. Und die haben sie auch in der Jahresversammlung, weil unsere Firma ist ziemlich transparent, die haben sie auch erklärt, warum und alles und weshalb und alles Mögliche. Und meine Firma ist sogar noch mit billiger als ihre Konkurrenz, muss ich nochmal dazu sagen. Also meine Firma ist eigentlich top vom Preis, ja. Die Preise waren früher definitiv besser, da hätte man sich wenigstens noch was Anständiges leisten. Ja, deswegen, also früher war es relativ ausgeglichen, ne? Da war halt, Produkte waren, ging so. Aber du hast halt auch okay so verdient. Also jetzt macht's halt gar keinen Sinn mehr, die Geldgier der Menschen. Die Geldgier der Menschen, das ist schlimm. Das ist einfach schlimm. So, ich finde einfach die Zeit, und deswegen bedanke ich mich immer herzlichst bei Leuten, bei Zuschauern, die bei mir reingucken, weil ich finde die Freizeit und die Zeit, die Lebenszeit, das ist das Allerwichtigste als Geld. Die Lebenszeit ist richtig kostbar. Du kriegst halt die Zeit nie wieder. So Geld, gut, Geld in einer bestimmten Zeit zu arbeiten, in deinem Leben, in einer bestimmten Lebenszeit, so zum Beispiel das Geld, was du vor 3 Monaten hättest erarbeiten können, bekommst du auch nie wieder. Hat ja alles was mit Zeit zu tun. Und so. Liegt ja alles in der Vergangenheit. Aber Geld kannst du trotzdem einfach dir erarbeiten oder dir, wenn du sagst, oh scheiße, ich finde scheiße, was ich in den letzten Monaten nicht gearbeitet habe, ich mache neben meinem Vollzeitjob, tue ich mir mal ein paar Monate Stress richtig reinzwiebeln, mache ich in der Woche, arbeite ich Vollzeit und am Wochenende mache ich Teilzeitjob und so. Dann kriegst du es halt auch wieder irgendwann rein, was du halt in der Vergangenheit verloren hast, dadurch, dass du halt nicht arbeiten warst, aber so Lebenszeit an sich, so Leute, die bei Streams reingucken und so, das kriegt man halt nie wieder. So Lebenszeit ist so ultra wichtig und deswegen bin ich halt immer sehr dankbar. So, deswegen biete ich aber auch immer Games an, die man zusammenspielen kann. Zum Beispiel wie Monster Hunter öfters. So, hier öfters Monster Hunter. Jegliche Teile, die Leute halt mit mir zusammenspielen können, da ist es nicht ganz so verschwendet, nur im Stream einfach nur roh reinzugucken. Oder halt Minecraft. Da
dass ihr einfach bei Minecraft spielen mitspielen könnt. So, und mit mir mit zusammenbauen könnt und im Discord mit mir quatschen könnt. Das ist halt so, ich gebe euch noch Leistung eben noch. Nicht nur streamtechnisch Leistung, sondern ich gebe euch noch ich gebe euch noch Leistung wieder dafür, das, was ihr wirklich gerne mögt oder spielen wollt, so. Ne? Die wollen uns sogar erzählen, dass wir keine Rente bekommen werden. Was, ist das Arbeitsamt? Nee, wirklich? Also in der Zeit, wo du nicht arbeitest? Ja, ist klar. Da bekommst du auf dein Rentenkonto nicht draufgezählt. Aber wenn du arbeiten gehst, na klar, dann bekommst du was auf dein Rentenkonto. So, aber es ist auch wichtig, dass man eine privaten Rentenversicherung auch noch macht. Also ich habe tatsächlich zwei private Rentenversicherungen. Also einmal von mir privat und einmal privat für mich von meiner Firma. Also ich habe tatsächlich zwei Rentenversicherungen. Also meine Firma ist echt top, muss ich schon sagen, wirklich. So eine Firma, wie ich die habe, also ich muss ehrlich sagen, ich habe so Glück gehabt. So eine Firma findet man nicht mehr. Vielleicht kein zweites Mal im Leben. Oder kein drittes Mal. Vielleicht ein zweites Mal im Leben, vielleicht, wenn man stark sucht, aber kein drittes Mal mehr im Leben mehr. Es ist so. Bin bis jetzt sechs Jahre, glaube ich, bin ich bis jetzt dort und immer noch zufrieden. Und es läuft immer besser. So, die Regelungen sind besser, humaner. Früher war es auch noch ein bisschen schlimm in der Firma. Aber es läuft besser und immer besser. Ich will meine Rente mit 60, 65. Das. Nee. Das, damit kann keiner rechnen. Also, ich glaube, der momentane Rentenstand ist bei 69 Jahren. So, und die haben es die letzten Jahre noch weiter angehoben. So, ich glaube, am Anfang, vor Jahren, vor sehr vielen Jahren, war es ja bei 67, glaube ich. Mit 65 kannst du vergessen. Und mit 60 vor allem, da kriegst du gar nichts raus. Hast du endlich Ruhe vom Arbeitsamt? Naja, so ist das halt, ne? So ist das halt. Aber da ist die Bewerbung auch ganz wichtig, ne? Die Bewerbung ist das Wichtigste halt. Die Bewerbung ist halt das, wofür du dich. Das ist halt das Bild, was du abgibst. Die Bewerbung immer richtig ordentlich schön machen und wirklich also ich passe wirklich auf, also mit einer guten Qualität von Papier, so direkt so Pappkartonpapier, so nicht zu dick, aber als, ja, relativ in Ordnung dick. Darf halt kein, nicht so was Schwabbeliges und so ein billiges, schwabbeliges Papier sein und dann mit einem ordentlichen Ordner. Wirklich, ich passe auch auf, dass es ungeknickt ist, dass ich das der Firma persönlich auch übergebe. Das ist halt alles wichtig. So, davor, bevor man eine Bewerbung abschickt, am besten nochmal anrufen, damit du halt kein Geld verschwendest fürs Bewerbungsschreiben und vor allem auch keine Zeit. Natürlich anrufen, suchen die denn noch und bla. Das ist auch wichtig. Anrufen, immer fragen. Fragen kostet nichts. Also es ist sogar gut, dass du einfach fragst und nicht einfach abschickst. Dann wissen die Firmen, ey, du, verbringst Zeit damit, naja, zu fragen, halt dich darum zu kümmern, ja. Ich werde nicht Einwand sehen, mit so einem hohen Alter arbeiten zu gehen. Das schaffe ich safe nicht. Ja, es gibt Rentner, die arbeiten sogar noch mit über 70 bis fast 80 noch weiter. Viele für Geld und einige einfach nur, weil sie es mögen oder weil sie zu Hause nichts zu tun haben. Aber gut, also das Ding ist ja, Black Rose, einsehen musst du es nicht. Nee, du kannst ja ab 60 dann einfach sagen, ja, ich bin ab dann arbeitslos. Aber du wirst dann keine Rente bekommen. Du wirst halt am vorgeschriebenen Rentenalter halt Rente bekommen. Außer wenn du, halt eine Vorrente hast, wo wirklich von der Krankenkasse bewiesen ist, dass du halt körperlich eingeschränkt bist. Oder wie auch immer. Welches Monster Hunter ist das? Das ist Monster Hunter Frontier Z. Sorry, dass ich dich jetzt erst gelesen habe. So. Hallo Nova. Soll ich bis 70, 80 noch arbeiten? Naja, 69. Nicht bis 80. Ist ja fast 70, ja, aber nicht 80.
Ja, Black Rose, du siehst es ein bisschen zu eng. Also. Ja, wenn man tot ist, hat man nichts mehr davon, das ist richtig. Aber. Du kannst ja nicht vom Staat erwarten, dass er dir was gibt. Also der Staat ist, also momentan ist Deutschland scheiße, ich weiß. Aber du kannst ja nichts von irgendeinem Staat erwarten, dass du einfach irgendwas bekommst, ohne was dafür geleistet zu haben. Und klar, die Arbeitssuche ist manchmal schwierig, vor allem wenn man nicht die richtige Ausbildung dafür gemacht hat, wo Fachkräftemangel gerade da ist, aber naja. Wenn es dazu kommt. Spaß. Nee, also das ist, das muss doch nicht mal Spaß von dir sein, Benny. Das ist schon richtig. Das Ding ist ja auch, die meisten kommen ja da nicht hin. Ich schieb mal Drogen im Hintergrund. Drogen ist jetzt, aber wegen Alkohol, Rauchen, der eine schafft es noch bis über 70 noch durchzurauchen und hat, ne, jeder Körper ist ja auch anders. Ne, einige, sterben schon mit 50 Jahren durch das Rauchen und einige schaffen es bis über 70 durch und rauchen fast nur im Leben. Ja, es, aber gesunde Ernährung, ich gehe auch ins Fitnessstudio, muss man noch nicht mal, ja? Für das, was ich im Fitnessstudio mache, könnte ich eigentlich mir Hanteln bestellen für zu Hause und dann einfach, ja, zu Hause Sport machen. Mir im Internet raussuchen Übungen, man muss doch nicht mal Hanteln haben. Tut zwar mehr Geduld und macht auch mehr Schmerzen am Körper, aber du kannst auch zu Hause ohne Trainingsgeräte trainieren. Aber mit Hanteln gibt's viele Trainingsübungen, zum Beispiel, ne? Und da kann man seinen Körper schon mal stabil machen. So, mit gesunder Ernährung, Proteinpulver zu mir nehmen, tue ich ja auch immer, wenn ich in ein Fitnessstudio gehe. Und damit hältst du ja dann eine ordentliche Ernährung. Nur wirklich hin und wieder sich in der Woche was gönnen und nicht jeden Tag sich irgendwie Süßigkeiten reinpfeifen oder sowas. Es ist halt ultra wichtig, dass du halt auch wirklich ein hohes Alter bekommst. So, ist ja auch scheiße, wenn du arbeiten gehst. Du kannst gar nicht erst zur Rente und bist dann schon vor der Rente. Hat schon mal jemand auf Arbeit erzählt, der ist knapp vor der Rente gestorben. Einen Tag davor. Wirklich. Hat mal jemand erzählt. Also ich kannte den nicht persönlich, aber einen Tag davor, vor der Rente. Holy shit. Ich rauche auch, schlechte Angewohnheit. Ja, das ist. Also, weißt du, was ich machen würde? Es klingt vielleicht für einen Nichtraucher, klingt das vielleicht einfach nur so, einfach nur dahingesagt. Das ist Mist, ja. Klingt das einfach nur dahingesagt. Einfach nur so. Aber ohne Mist, ich habe bei so vielen Dingen in meinem Leben bis jetzt Willenskraft bewiesen. Ich würde, wenn ich Raucher wäre, ich würde von einem Tag zum anderen direkt aufhören. Haben auch schon viele Leute gemacht. Ich würde direkt aufhören, auch wenn ich so eine, so grippenartige Symptome bekomme. Ich würde einfach, ja, keine Zigaretten kaufen und fertig. Sondern bin ich bin auch ein Mensch, ich bin ziemlich faul und will halt nicht nochmal rausgehen. Deswegen mache ich Wocheneinkäufe, alles das, was man eine Woche braucht und fertig. Und dann will ich halt nicht nochmal rausgehen, wenn ich Urlaub habe. Ich will halt drinnen bleiben. Termine hasse ich in meinem Urlaub, aber ist halt manchmal so. Ist im Urlaub am günstigsten. Und, dann wirklich durchziehen. Oh, ihr schreibt auf dem Twitch, das ist ganz viel. Ja, und dann halt durchziehen. Also, wie gesagt, das klingt übel viel zu leicht auf die Schulter gelegt, was ich jetzt sage, als Nichtraucher, aber ist halt einfach so. Es ist halt auch der schnellste und beste Weg. So. Und nicht langsam, schrittweise. Dann kannst du jederzeit wieder anfangen und wieder, dann kannst du wieder irgendwann sagen, jetzt rauche ich mal heute mal nicht nur eine, sondern wieder zwei Zigaretten, weißt du? So, dann kannst du wieder rückfällig werden, obwohl du schon auf Rückgang bist. Und irgendwann vermisst du das dann, weil du halt langsam zurückgegangen bist. Ich kenne auch schon Leute, die haben gesagt, die haben den ganzen Tag nur geraucht. Die haben nur geraucht, eine Zigarette nach der anderen. Rein, 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 immer rein, bis sie gekotzt haben. Und das war sogar vom Körper die Reaktion gewesen, eine Trotzreaktion. Und auch vom Gehirn her haben die dann gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Zigaretten. So, dann habe ich aufgehört. Haben schon einige erzählt. Also, das finde ich geil. Also, das fand ich schon. Ist hardcore scheiße für die Gesundheit natürlich, aber die haben geraucht bis zum geht nicht mehr, bis sie wirklich gekotzt haben, bis der Körper wirklich so eine Trotzreaktion gezeigt hat und dadurch haben sie aufgehört. Widerlich, ich rauche nicht viel. Ja, das ist halt. Du musst dir bloß vorstellen, als Raucher musst du dir bloß vorstellen, wie deine Lunge aussieht. Ich weiß nicht, das wäre schon für mich.
Also für mich persönlich, es wäre für mich zu viel Ekel, wenn meine Lunge so grau oder schwarz wäre oder da Partikel rumfliegen. Es wäre für mich schon so viel Ekel, dass ich sowieso direkt aufhören würde. Wie gesagt, klingt viel zu einfach. Vielleicht ist es auch viel zu einfach. Vielleicht stelle ich mir das auch viel zu einfach vor, aber ja. Also. Ich würde sogar auswandern, wenn ich könnte, aber ich habe kein Geld dafür. Black Rose, das ist nirgendwo anders besser. Das ist nur anders, aber nicht besser. Das ist wirklich so. Viele haben es bewiesen, die ausgewandert sind. Die sind dann sogar wieder zurück nach Deutschland gekommen. Es ist überall anders, nur anders. Aber nicht besser. Aber ich kann keine schweren Arbeiten verrichten. Ach so. Und andere sterben mit 30 zu rauchen. Ja, das sind dann halt scheiß Schicksalsschläge, wenn man zum Beispiel Krankheiten hat oder irgendwas. Oder einen Unfall oder was auch immer. Da muss man halt aufpassen. Also Leute, also auch wenn ich das jetzt lese hier von dir, Nova, andere sterben mit 30 und zum Beispiel ein Autounfall oder generell ein Unfall, ne? Und du gehst über die Straße und so. Das ist so, gut, ein Autounfall, wenn dich jemand reinzieht, ist scheiße, aber da kannst du ja auch nichts gegen machen. Aber ich find's ja schon scheiße, die Leute, die draußen rumlaufen und ich fahre mit einem Auto und die gucken auch nicht mal nach links und rechts, wenn die über die Straße laufen. So, die meisten Leute draußen sind einfach arrogant und laufen nur sinnlos roh über die Straße, ohne zu gucken. Kann immer was passieren, ja. Aber das Ding ist ja auch, ich bin ja auch so einer, der ist wirklich vorsichtig, wenn was abgesperrt ist bei einem alten Haus. Ich wechsle lieber die Straßenseite. Ich gehe lieber auf die andere Straßenseite. Falls irgendwas, da ist ja so, ne, bei den meisten alten Häusern ist ja richtig, sind die Häuser ja mit einem Netz abgesichert, dass was, falls was runterfällt, so ein Stein oder so, dass er vom Netz aufgefangen wird. Oder generell von Häusern, wo ein Gerüst dran gebaut ist. Ich lieber auf die andere Straßenseite. Das Leben ist kein Ponyhof, ja, ja. Und das ist ja auch, deswegen, Corona ist ja auch so eine Sache. Wir gehen jetzt mal von den Corona-Leugnern weg, ja. Aber ich weiß, dass Jesse vom Körper her nicht so stabil ist. Also wenn ich 3 Tage nur brauche, um eine Grippe, ne, dass mein Körper auf eine Grippe klarkommt und dann wieder komplett vollständig genesen bin, ja, braucht Jesse doppelt so lange. So. Und da bin ich bei Corona auch sehr vorsichtig gewesen und wir sind auch beim Einkaufen sehr vorsichtig gewesen, haben die Leute immer gemieden. Und ne, wie gesagt, wenn ich und da haben die beim Einkaufen, da haben sie sogar noch richtig arrogant, sind sie an mir richtig nah dran vorbeigegangen und ich so, hallo? So, ja, ich weiß auch nicht, die menschliche Arroganz, alleine schon, da fängt es ja auch schon an, wenn du über die Straße gehst und du gehst davon aus, oh la 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 la, mir passiert nichts, die Autofahrer müssen ja gucken, weil sonst kriegen sie ja Unrecht, wenn man vor Gericht steht. Ja, was bringt dir das, wenn du dann tot bist? Was bringt dir denn das vor Gericht, wenn die dann Schuld bekommen, wenn du tot bist? So, wisst ihr, was ich meine? So richtig so arrogant, ohne nach links und rechts zu gucken, das wurde mir im Kindergarten beigebracht. So, meine Mutter mit mir an der Hand und hier immer schön aufpassen nach links und rechts, am besten 3 oder 4 Mal gucken, bevor irgendwas passiert. So, alleine schon, da fängt schon an, dass arrogante Erwachsene draußen auf der Straße noch gar nicht mehr nach links und rechts gucken, so einfach arrogant nach oben gucken, am besten noch mit der Nase nach oben. Eklig sowas, eklig. So. Finde ich richtig eklig. Sag ich euch ganz ehrlich, so wie es ist. So meistens, wenn Jesse so neben mir ist und beim Autofahren. Na, guck mal, Jesse. Schon wieder so eine arrogante Person. So, ohne zu gucken, einfach rübergehen. Alleine bei der Ampel gucke ich auch nach links und rechts, ne? Nur mal so. Wenn die Ampel grün zeigt, ich gehe nicht davon aus, dass Autofahrer stehen bleiben. Das darf man nicht machen. Man darf nicht davon ausgehen, dass Autofahrer stehen bleiben, nur weil die Ampel rot ist. Also da ist man wirklich leichtgläubig bis zum geht nicht mehr. Also ganz ehrlich, dann ist man wirklich verloren. Ich könnte nicht mal rauchen, da verrecke ich ja instant. Keks so raucht, habe ich das richtig gehört? Nein, ich bin nicht Raucher. Ich habe nur angenommen, wenn ich rauchen würde. So, ich habe mal gezogen, aber mir kam es fast so hoch. So hart, wie ich husten müsste. Ich habe noch nie probiert.
Noch nicht mal probiert. Kein Bock drauf. Ich war mal ein Überlegen gewesen. Einfach mal zu gucken, wie ist das so. Aber ich habe noch nicht mal gezogen, gar nicht. So. Ja, Rauchen ist generell eigentlich lost. Also, ich find Leute gut, die es einsehen, dass Rauchen scheiße ist. So. Finde ich gut. So, finde ich komplett gut. Da habe ich nichts gegen zu sagen, wirklich gar nichts. Aber Leute, die dann auch noch sagen, die brauchen das und die finden es gut und so. Und erstens, gesundheitlich. Zweitens, Geld. Drittens, du hast eine Sucht, es schränkt dich komplett ein. Also es schränkt dich emotional und körperlich komplett ein, zu rauchen. Drei Gründe, warum du nicht rauchen solltest. Das sind die drei Hauptgründe. So. Und Leute, die, wie gesagt, nur Leute würde ich, also ich verurteile zum Teil nur Leute, zum Teil sage ich aber auch, da bin ich wirklich ein bisschen vorsichtig dabei, auch was ich sage und generell bei mir selbst auch, aber also bei mir selbst, was ich eben sage eben. Aber ich verurteile zum Teil Leute, die es geil finden. So, aber die Leute, die dann auch noch aggressiv werden, wenn sie dann, da kenne ich auch einen auf Arbeit, der dann ne, in der Sucht gerade ist, der gerade auf voll in der Abhängigkeit drin ist, nur weil er gerade für eine Stunde mal nicht geraucht hat, ja, und dann langsam aggressiv und ungeduldig wird und das auf andere überträgt. Das finde ich hardcore widerlich. Aber da habe ich auch schon zurückgeschrien. Und der hat sich da gewundert, hä, und so, ah, der Kai, der kann mal schreien und so, also, ja, das finde ich widerlich. Und ich bin halt einer, der ist komplett auf Gerechtigkeit aus und so, also, damals hat er 40 geraucht am Tag. Oh, heilige Scheiße. Auswandern dahin, wo meine Freunde sind und mir einen Job anbieten können. Ja, gut, ich weiß trotzdem nicht. Und trotzdem schwierig. In anderen Ländern hast du ja auch nicht. Ist ja nicht gang und gäbe, dass du da auch Versicherungen hast und Rentenversicherungen und all so ein Scheiß, weißt du? Beziehungsweise staatliche Rente und all sowas. Also es ist auch in anderen Ländern generell, es ist schwierig. Ich würde nicht auswandern, ich sag's ganz ehrlich, ich würde nicht auswandern. Vielleicht wenn mal ein Land sagt, also eine Firma in einem Land sagt, hier du bekommst pro Monat mindestens 5.000 Euro. So, aber dann würde ich wegen, dann würde ich aber auch da nicht permanent sein. Dann würde ich da so lange sein, bis die Firma, okay und so, so 10, 20 Jahre, bis die Firma sagt so, oder bis bei der Firma irgendwas passiert, oder die Firma dann nicht mehr allzu viel zahlt irgendwann, oder irgendwas halt ist. Und dann würde ich halt wieder zurück nach Deutschland umziehen. So, ich würde halt auch nicht dauerhaft in einem anderen Land bleiben, ja. Fünf Bewerbungen geschickt und schon zwei Absagen. Jazzy hat schon mal 10 Bewerbungen geschickt in der Woche und da waren auch 6 Absagen dabei. Es ist halt schwierig. Ne? Und das Aussehen von der Bewerbung ist halt auch ganz wichtig. Aber Absagen gehören dazu, ne? Also wie gesagt, vorher anrufen, damit du dir die Mühe und die Zeit nicht machst fürs Bewerbungsschreiben, dass du überhaupt weißt, dass sie überhaupt Arbeiter suchen, ne? Dass die Arbeitnehmer überhaupt suchen, ne? Also einfach stumpf zum Beispiel hinschreiben jetzt, also ich weiß nicht, wie du das machst, aber einfach stumpf hinschicken macht wenig Sinn. Hasse Anrufe. Ja, musst aber machen, sonst verschwendest du Zeit und guck mal, du rufst an, ja, fragst einmal, dauert maximal 5 bis 10 Minuten. Dafür hast du aber ein Bewerbungsschreiben dir gespart, wo du eine halbe Stunde dran sitzt. Oder eine Stunde. Pro Bewerbung. Hast halt komplett eingespart. Weil du musst ja da alles ändern. Für eine andere Firma musst du halt alles ändern. Datum, generell die Stelle an sich,
dann musst du den Text umformulieren, meistens, in den meisten Fällen. Es ist halt, du sparst halt so viel Zeit, nur damit du halt da anrufst. Ist halt so. So. Geh niemals in die Systemgastronomie. Bei Gastronomie habe ich auch gehört, ist öfters richtig scheiße. Das ist echt, echt schlecht. So. Ja, ist gerade eine Schlafstörung. Ja, mit Menschen an sich zu arbeiten ist schlecht. Ist richtig scheiße. Jessie hat schon mal sowas gemacht. Mit, also nicht Gastronomie, aber halt mit, wo sie jeden Tag sehr viele Menschen und so, nichts zu tun hatte. Ist schwierig. Schwierig. Hat sie gesagt, macht sie nie wieder. Weil die meisten Menschen auf der Welt sind halt arrogant. Oder in Deutschland. In anderen Ländern weiß ich es nicht. Aber in Deutschland. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Und dann auch rotzfrech dann auch dazu. Ich bin nicht für Gewalt, aber eine Schelle könnte der ein oder andere mal schön vertragen. So. Du hast wenig einen Job, nicht so wie... Ja, Deckross, aber ich habe auch gesucht wie ein Wilder. So am Anfang, ich habe die Firma ja auch nicht ohne Arbeit einfach so gefunden. So, und auch nicht auf den ersten Blick. Ich hab ja in der Woche auch 10 bis 20 Bewerbungen geschrieben. Und angerufen bis zum geht nicht mehr. Du, mir geht's nicht anders. Ich habe relativ schnell was gefunden, ja, aber auch weil ich hardcore, also ich habe hardcore, also wirklich, ich habe mich da richtig reingekniet. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass du das nicht machst, aber da gehört auch gewisses Glück mit dazu, dann sowas zu finden, was ich jetzt auch habe. Aber ja. Bin eigentlich introvertiert. Ja, war ich früher auch, das geht. Das geht vorbei. Aber durch meinen Job. Durch meinen Job und meine Ausbildung, weil ich, naja, in meiner Ausbildung wurde ich ein bisschen gemobbt. Dadurch wurde das Introvertierte auch, habe ich mir das dann abtrainiert. Habe ich mir dann ein Schutzschild dann aufgebaut. Ging relativ gut. Trotzdem hasse ich die Leute, die in meiner Ausbildung waren. Boah, das waren solche Abschaum gewesen, ey, boah. Da wirst du nach ein bisschen Mindestlohn bezahlen, der Systemgastronomie, ach so. Systemgastronomie? Also ich habe das Wort bis jetzt noch nicht gehört. Gastronomie, ja, aber Systemgastronomie? Was ist denn das zum Beispiel? Ist das so an der Kasse arbeiten? In Läden? Oder wo ist das? Systemgastronomie. Wegen System und so. Kann ich mir darunter jetzt nichts... sagt mir jetzt nichts. Ah! Morgen! McDonald's, Burger King, KFC, Subway... Ach so... Ja, okay. Aber gut, das sind normale Einkaufsläden und auch Systemgastronomie, oder nicht? Verkaufst du ja dann auch normale Essensprodukte? Ja, Black Rose, ich verstehe das ja mit den Bewerbungen. Ist halt scheiße. Die Zeit, wo man Bewerbungen schreiben muss, ist scheiße. Finde ich auch kacke. Ist halt immer kacke. Grundschule bis hin zu Berufs... aber... Okay. Bis hin zu Berufskollege. Mhm. So, Leute. In dem Spiel macht es fortschrittmäßig jetzt erstmal keinen Sinn mehr, dass ich jetzt weiterspiele. Da brauche ich einen Partner wie Wossler, Jessie oder Tolche. Controller an, hat kurz geleckt wegen Controller. Ich würde jetzt gleich mal erstmal offline gehen, meinen Tag noch genießen und abends dann mit Jessie ins Fitnessstudio. Schon noch um 12 Uhr. Aber für mich macht das gerade momentan wirklich gar keinen Sinn, gerade dieses Spiel zu spielen, weil, ja. Der T-Rex, wie man gesehen hat. Ich müsste halt Also ich müsste halt ein schwaches Monster finden, was ich gut bekämpfen könnte.
Aber dann auch, halt auch trotzdem mit Partner, weil hier steht man auch Missionsgrad high. Das ist jetzt schon. Und 4 war normal und jetzt kommt schwierig. Von normal zu schwierig. Tigres kann ich vergessen, wie man sieht, der macht mich direkt platt. Habe ich auch heute nur damit verschwendet, die Zeit bis jetzt nur um meine Waffe zu verbessern. Den kenne ich nicht, den könnte ich mal ausprobieren. Gravius kenne ich, aber der wird bestimmt hardcore. Ja gut, den kann ich ausprobieren, weil der ist sehr langsam. Ich mit meiner Morphax bin ja relativ schnell. Den habe ich noch nicht gemacht. Den könnte ich probieren. So, den weißen Hypnok zum Beispiel. Und sobald ich ein Monster in diesem hohen Grad gemacht habe. Na gut, obwohl, ich könnte den Hypnok jetzt mal machen. Mal probieren. Ich probiere den jetzt mal aus. Wegen dem Schlaf ist scheiße. Ich probiere es einfach mal, ohne mir erstmal Schlafdekoration reinzuknallen. Anti-Schlafdekoration. Achso, warte mal, welches Gebiet ist denn das? Great Forest, okay. Ich probiere es mal aus. Und mal Hypnok. Was ist gut gegen Hypnok? Jetzt will ich es nochmal wissen. Feuer. Gut. Dann nehme ich die andere Morphax. Nehme ich irgendwas. Nee, okay. Also Hypnok ist ein leichtes Monster und wenn ich den mache, kriege ich gute Ausrüstung. Das könnte ich machen. Das könnte ich noch probieren. Trotzdem ist das schwer. Mal schauen. So. Hypnok war... Also, nee, nur Feuer. Oder? Ja, ne? Ja, Hypnok ist nur Feuer. So, den... auch wieder ein schweres Monster, aber... Die Kriegs ist zu wild. Ja, mal probieren. Bevor ich offline gehe, dann habe ich wenigstens alles ausprobiert, bevor ich mit jemandem dann zusammen das Monster mache. Ach, in der Arena hier sogar. Okay. War das jetzt Wasser oder Schlaf? Das ist Schlaf. Oh, was macht er? Oh Leute, seine Beine tun selber weh bei seinen eigenen Schlägen. Am besten safe kämpfen. Seine Beine sind gehärtet wie Sau. Meistens seinen Schweif oder seinen Kopf angreifen. Seine Füße machen da wenig Sinn. Okay. What? Ein Angriff nur. Ja, gut. Der ist nicht meine Liga. Scheiße. Stimmt, was Teuche gesagt hat.
Der Kräfteanstieg ist wieder mal enorm. Ich probier's noch einmal. Kann ja vielleicht sein, dass es seine Ulti war, aber... Allein, dass die Beine schon permanent gehärtet sind. Die gleiche Attacke direkt auf mich. Nee, ich lasse es lieber sein. Ach du Scheiße. Wie soll ich das denn machen? Da braucht man wieder Hilfe von anderen Leuten. Oh Mann. Von einfach zu normal, das war ja noch ganz generell noch ganz in Ordnung, aber jetzt schwer. Hoch ist zu hart. Okay, aber es ist angenehme Verteidigung diesmal im G-Rank, wenn man das verbessert. Ein paar Mal Ketsu machen und den roten Ketsu und dann könnte ich zum Beispiel hier die beiden Ketsu-Teile schon mal verbessern. Ja, es geht, es geht. Man kann es alleine weitermachen. Aber man braucht ultra viel Zeit. So viele Spiele und du weißt nicht, was du zocken sollst. Ich weiß auch in meiner Kindheit, da habe ich sogar Demos gespielt, weil ich kein Geld hatte für Spiele. Habe ich auf dem 3DS einfach Demos gespielt. Und zwar so gerne, als ob es richtige Games gewesen waren. Dann gab es für die PlayStation 2 auch so eine Demo-CDs. So aus Zeitschriften. Oh, da habe ich auch alle Games so gerne gespielt. Also alle Demospiele. Die da drauf waren. Und heute so, mir geht's ja genauso. Heute so, so viele Spiele. Keine Ahnung, was man spielen soll. Na gut, bei mir ist sowieso klar, Monster Hunter. Frontier und so. Dann ist eigentlich Monster Hunter World dran. Monster Hunter World habe ich schon ausgiebig vor circa einem Dreivierteljahr oder so ausgiebig im Stream gespielt. Auch schon bevor ich gestreamt habe, auch schon zweimal Monster Hunter wirklich durchgezockt. Es wird bei mir nicht mehr kommen bis Monster Hunter Wilds. Zumal, weil das hier gerade aktuell ist. Das ist hier auch gerade online. Das ist ein MMO. Das ist gerade online. Frontier Z. Das ist nicht einfach so irgendein altes Game. Und bis zu Wilds will ich auch ein bisschen Lore mir angeeignet haben. Und dafür muss ich sowieso die alten Games auch noch... spielen, wie zum Beispiel, also Freedom Unite muss ich weiterspielen, 4 Ultimate will ich auch noch spielen. Generations Ultimate habe ich auch komplett durchgespielt schon. Rise habe ich auch schon komplett ausgiebig durchgespielt, auch im Stream, ausgiebig im Stream und YouTube und alles mögliche. Also World wird, wenn nur aus Spaß mal, weil sehr selten, aber World wird nicht mehr bei mir ausgiebig kommen. Nicht mehr regelmäßig, gar nicht mehr. Weil ich habe das Spiel auch schon kaputt gespielt. Weil ich das schon zu viel gespielt habe. Ich habe das Spiel schon regelrecht kaputt gespielt. Weil das halt, ich hatte schon so viel gemacht in dem Spiel und alles und etliche Sets gebastelt und keine Idee mehr und keine Motivation mehr. Wenn mal jemand sagen würde, meine Monster Hunter Community, kannst du mir mal helfen bei Fatalis oder so oder bei Alatrian oder so, dann würde ich direkt sagen, weil ich Alatrian und Fatalis mag und halt die Kämpfe an sich mag, würde ich sagen, ja komm. Oder Kulver Tarot. Ja, komm. Machen wir mal 3, 4, 5 Kämpfe und so. Sind ja dann 2, 3 Stunden oder so im Stream. Monster Hunter World. Aber sonst würde ich das jetzt nicht mehr aktiv spielen.
World für welche Plattform dann? Also ich hab's ursprünglich auf PS4. Jessie könnte mir theoretisch World für PC geben, weil sie hat's auf Steam auch. Auf PS4 auch, aber auf Steam. Also theoretisch hätte ich eben PC und PlayStation. Aber wie gesagt, ist es nicht mehr regelmäßig. Ich hab mal. Ich plane mal, um meinen PC mal zu testen und auszureizen. Mal einen Teststream für TikTok und für Twitch und gleichzeitig halt Monster Hunter World am Laufen zu haben, ob da irgendwas laggt oder so. Ich würde halt einen Teststream machen. Test wegen Wilds zu gucken, weil ich habe jetzt auch schon zwei Chips wieder bestellt für meinen PC, um den aufzurüsten, um die RAM höher zu machen. Und in einem Jahr habe ich vor, wenn Monster Hunter World schon ein bisschen streikt auf dem PC, wenn ich Twitch und TikTok gleichzeitig streame, mich anhabe und alles drum und dran, und das laggt ein bisschen oder kriegt irgendwie was nicht hin, wenn ich auch auf Ultra stelle oder sonst irgendwas, dann habe ich auch vor, in einem Jahr eine richtig gute Grafikkarte auch nochmal aufzurüsten. Eine neue Grafikkarte zu kaufen und alles. Aber ja, ist noch ein Jahr bis hin. Oder über einem Jahr, bis Wilds rauskommt. Weil dann will ich wirklich von meinem PC ready sein. Dann will ich wirklich sagen, Alter, ich kann ausgiebig mit meinem PC Wilds zocken. Richtig flüssig, ordentlich, hoch oder auf Ultra-Grafikeinstellungen und dabei noch Twitch und TikTok gleichzeitig noch streamen. Da will ich vorbereitet sein, da will ich wirklich bereit sein für Wilds. Mit dem PC kann schon viel. Aber zum Beispiel, wenn ich Avatar spiele, ne, das, was erst neu rausgekommen ist, Avatar spiele, dann könnte ich Twitch streamen. Und das Spiel halt auf Hoch oder auf Ultra setzen. Aber ich kann halt keinen TikTok-Stream mehr machen. Da reichen meine RAM schon wieder nicht aus. Weil es halt ein gutes. Vielleicht ist das Spiel auch ein bisschen scheiße programmiert. Aber erstmal die RAM aufrüsten. Sowieso. So, Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, auch für die TikTok-Follows. Falls Leute aus TikTok weiß, falls ihr auch gerne mich auf Twitch und den vollen Bildschirm mit 16:9 haben wollt, auch gerne würde ich mich über ein Follow auf Twitch sehr gerne freuen. Ansonsten auch auf Twitch alles verlinkt, meine Monster Discord-Community und vom Twitch oder generell von mir, mein Discord, mein normaler Discord-Server, ist auch alles drin verlinkt und alles. Ja. So, Leute, macht's gut. Euch einen angenehmen Tag. Ich gehe erstmal raus. Ciao, Baui, bis morgen zu Minecraft oder morgen Vormittag zu irgendwas, vielleicht wieder hier Monster Hunter Frontier Z. Weil das nächste wird wirklich sein, meine Ausrüstung hier aufzubessern. Komplett. Weil ein High-Rang und Niedrigrangig ist pro Ausrüstungsverbesserung nur, und dafür die lohnt sich auch nicht, dafür, was du alles für Teile zusammensammeln musst, ist pro Verbesserung nur 6 Verteidigungspunkte. Und jetzt habe ich hier gesehen, hier machst du jetzt 10 bis 20 Verteidigungspunkte mehr pro. Also schon ein Unterschied ein bisschen. So. Macht's gut!